Ein Deutscher und ein Österreicher fliegen mit dem Flugzeug und sitzen nebeneinander in der Economy und die sitzen nebeneinander und man merkt schon so an der Stimmung, die können sie nicht so gut riechen. Und der Österreicher macht sich schön breit und macht sich bequem im Flugzeug, weil die fliegen lange und zieht sich die Schuhe aus und irgendwann einmal steht er auf und will sich ein Getränk holen und sagt ganz sirsler zu dem Deutschen, soll ich Ihnen vielleicht was mitbringen? Sagt der Deutsche, ja, eine Cola bitte. Na gut, er geht vor und holt das Getränk für die beiden. In der Zwischenzeit spuckt der Deutsche dem Österreicher in die Schuhe eine. Der Österreicher kommt zurück, setzt sich auf den Sitz zurück. Die trinken miteinander das Getränk, schweigen sich an. Und wie der Flieger landet, will der Österreicher seine Schuhe anziehen und will in die Schuhe schlupfen und merkt, da sind die zwei Grännen drinnen, gell? Und ärgert sich fürchterlich innerlich und trat sie zum Deutschen und sagt, na wirklich, wo haben wir das notwendig? Ich meine, ist es wirklich notwendig, diese elende Rivalität, dieses ewige, sie in die Schuhe spucken und ins Cola pischen? Muss kommen. Ja, das ist unsere Linie!